Hallo, Edith. Moment mal. Oh, Herbert. Gratuliere. Danke. Du warst in meiner Premiere? Ja. Und? Wie hat es dir gefallen? Witzig, schön frivol. Mir geht's gut, wie ich sehe. Ja, wir gehen jetzt noch tanzen. Mhm, wann gehen wir wieder mal tanzen? Wenn ich wieder einsam bin. Mach's gut. Edith, wir haben morgen Jubiläum. Wir kennen uns 10 Jahre. Sollten wir da nicht feiern? Lieber nicht. Mach's gut, Herbert. Ja, schönen Abend. Du verschläfst. Wo warst du denn gestern noch so lange? Bisschen frische Luft schnappen. Bisschen frische Luft schnappen? Ja. Wann bist du denn gekommen? Gegen 1. Oder habe ich schon geschlafen? Ja, das habe ich gehört. Ich schnarche nicht. Naja. Hatte Edith gestern nicht Premiere? Edith hatte Premiere? Ja. Ach nee. Ach, du denkst, dass ich da lebe, mein Lieber. Ich mach mich doch nicht zum Idioten. Sage mal, Schmücke? Was? Jessner Straße 36. Ja. Unfall. Sieht eher nach Selbstmord aus. Gut, wir sind in 10 Minuten da. Na komm schon, zieh dich wieder an. Die Pflicht ruft. Kommen Sie zurück. Also Dr. Riepe ist gerade bei ihr. Wann ist denn das passiert? Ihre Armbanduhr ist 9.52 Uhr stehen geblieben. Sie ist aus dem 7. Stock gefallen, da oben in der Mitte. Lutz? Grüß dich, Frankenstein. Grüß dich. Kannst du schon was sagen? Das sieht nach einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf aus. Hast du meinst nicht durch den Sturz? Das kann ich noch nicht sagen. Gut, danke. Gut. Frau Weigand! Jo. Kommen Sie noch mal. Sagen Sie das Handy hier. Ja. Kriegt man da noch raus, mit wem sie telefoniert hat? Ich glaub's nicht, aber wir werden es versuchen. Versuchen Sie es. Ja. Ich habe den Ausweis der Frau gefunden. Sie heißt Christina Wengler, 23.08.68 in Halle geboren, lebt aber in München. Gehen Sie doch mal runter und schauen nach, ob unten ein Auto mit Münchner Kennzeichen steht. Ja, mache ich. Wie heißt der Mann? Gerke. Und wann angemietet? Aha. Ja, das war's schon. Wenn noch Fragen sind, melden wir uns. Schönen Tag.
Als Sie ankamen, war die Tür auf und der Schlüssel steckte von innen. Ja. Keinerlei Beschädigung. Nein. Die Wohnung wurde vor einer Woche angemietet von einem Mann namens Gerke Wolf. Vorher 5 Jahre Leerstand. Aber 3 Dutzend Interessenten haben sich bisher in der Wohnung umgesehen, sagt der Makler. Und wenn die in 5 Jahren keinen Staub gewischt haben, da sitzen wir auf einem ganzen Haufen von Fremdenspuren. Tag. Ist ja auch schön hier. Ja, das Volkskunst. Na, Frau Weigand, was gefunden? Ja, die lag unterm Vordersitz. E99 weiter. Geladen? Geladen ja, aber nicht benutzt. Und das hier war in der Ablage. Landgutspedition, preiswert und prompt. Keiner von den Anwohnern hat eine zweite Person auf dem Balkon gemerkt. Wie dann auch. Hier, das lag in der Ablage. Eine Visitenkarte von der Spedition? Ja. Vielleicht wollte sie hier einziehen. Ja, mit einer Waffe im Gepäck. Frau Weigand. Ja. Sind Sie bitte so freundlich und rufen die Kollegen in München an und lassen nachfragen, ob irgendwelche Familienangehörigen informiert werden müssen. Ja, sollen Sie sie zurückrufen? Ja, bitte. Ja. Dieser Mieter Rolf Gerke, der Name sagt mir was. Na, vielleicht hat er bei uns eine Akte. Ich glaube ja. So, jetzt in diese Spedition. Wie heißt der? Lutz Langgut. Gott, was trollert der denn hier? Nein. Das gehört diesmal nicht da, dann sehen wir uns vor Gericht. Schönes Wochenende. Zack. Herr Langgut? Ja? Stellen wir. Nee, kein Problem. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Langgut. Ja, Tag. Schmücke, mein Name. Das ist mein Kollege Schneider. Ja. Wir kommen von der Kriminalpolizei. Ah ja, und was wollen Sie von mir? Es handelt sich um eine Frau, die möglicherweise eine Kundin von Ihnen war. Christina Wengler. Was ist mit Christina? Frau Wengler ist tot. Sie ist wahrscheinlich ermordet worden. Kannten Sie sie näher? Ich habe Sie was gefragt, ob Sie sie näher kannten. Danke. Ja, zur Schulzeit. Wir waren eng befreundet. Gerade die Meldung, dass eine Frau auf dem 3. Stock einer leerstehenden Wohnung in der Jessener Straße gestürzt ist. Ob es sich um einen Freitod oder Unfall handelt oder ob die Frau Opfer eines Verbrechens wurde, ist bis jetzt ungeklärt. Tante Katrin, für dich. Schön. Wann kommt Mama zurück? Wann kommt Mama denn zurück? Sicher bald. Also, Sie haben für Ihre alte Freundin den Umzug nicht gefahren? Nein. Wollte sie ohne Möbel einziehen? Ohne Bett und Stuhl? Sagen Sie mal, hören Sie schwer. Sie ist aus München geflohen, zusammen mit ihrer kleinen Tochter Charlotte. Sie konnte aus München nichts mitnehmen. Geflohen? Vor wem denn? Na, vor ihrem Ehemann. Brutaler Scheißkerl. Sie musste weg aus München. Sowieso nicht hingehört. Scheiße, ja.
Gestern Nacht sind die beiden bei Katrin angekommen. Und wer ist Katrin? Katrin Sander. Auch einer aus unserer alten Clique. Und die Tochter, wie sagten Sie, Charlotte, wo ist die denn? Na, ich nehme an, bei Katrin. Jetzt wollen Sie sicherlich die Adresse haben. Ja, wenn Sie so freundlich sein würden. Und wir wollten heute Christinas Heimkehr feiern. Deshalb war ich bis eben in unserer Stammkneipe. Kalte Platten hinbringen. Bitte. Hier. Willkommen zu Hause. Ich ruf zurück. So, ich muss jetzt weiterarbeiten. Ja, wir auch. Herr Langguth, auf dieser Visitenkarte von Ihnen ist etwas notiert. Maybach römisch 3, Rätzli römisch 7 soll das wohl heißen. Sagt Ihnen das was? Nein, das sagt mir nichts. Aber seine Handschrift ist es nicht. Also wann waren Sie denn heute Morgen in Ihrer Stammkneipe? Moment. Herr Westphal, kleinen Moment bitte. Na, ab 9:30. Wieso? Routinefrage. Tja, na ja, gut, das war's schon. Wiedersehen. Vielen Dank erstmal. Ach, und das tut uns leid, das mit Ihrer Freundin. Danke. Hallo? Hallo, was ist denn? Ja, hallo. Ja. Meckert über den Westen und trinkt Champagner. Es geht ihm doch ganz gut hier. Bist du dir so sicher? Ja, Schmöcke? Ah ja. Gut. Ich danke dir. Es war Frankenstein. Die Todesursache war ein Schlag auf den Hinterkopf. Die Wengler war schon tot, als sie unten ankam. Mhm. So, er scheint sich ja schon wieder ganz gut zu amüsieren. Ja, Schmöcke? Ach ja, Gott grüße Sie auch. Das heißt unterwegs. Ah, ja gut. Ja, vielen Dank. Hast du eben Grüß Gott gesagt? Ja, es waren doch die Kollegen aus München. Ja, die muss man schon richtig ansprechen. Also folgendes. Der Ehemann der Toten heißt Peter Wengler, ist ein Geschäftsmann aus München. Hat da eine Softwarefirma. War vor 2 Tagen in Salzburg, ist dann wieder zurück nach München, weil er einen Geschäftstermin hatte. Den hat er aber abgesagt wegen einer Privatangelegenheit, hat seine Sekretärin den Kollegen in München erklärt. Tja, und jetzt ist er unterwegs, keiner weiß wo. Na, der ist unterwegs zu Frau und Kind. Na, dann auf in die, warte, Laubenkolonie Rübezahl, Möwensteg 4. Wo ist denn das? In Niedlingen. Oh, schöne Ecke. Was wird mit den Möbeln? Hör zu. Wenn die rauskriegen, dass Rolf und ich dem Kalle in München die Bude ausgeräumt haben, dann sind wir dran. Ich verliere mein Gewerbe und Rolf geht wieder in den Knast. Du hättest Rolf nicht überreden dürfen. Ja, ich bin nicht daran schuld, oder was? Mit eins klar ist. Christina hat das alles gewollt. Ja? Und wir haben nur gespurt. So. Und du hältst jetzt die Klappe. Wir sind von nichts. Ist das klar? Hast du gehört, Katrin? Vollidiot. Was ist denn los?
Warum hast du Idiot dein Handy abgeschaltet? Als Ärger? Mit den Frauen? Hast du keine Nachrichten gehört? Hey. Okay, Sabine, 2 Cognac. Kommt. War also kein Unfall. Ihre Freundin ist ermordet worden. Von wem? Das wissen wir noch nicht. Ist das Charlotte? Wie? Die Tochter von Frau Wengler. Ja. Sie darf das nicht erfahren. Gehen Sie zum Tisch. Machen wir. Charlotte, gehst du rein und isst die Spaghetti auf, ja? Ich komme gleich. Wann sind denn die beiden hier angekommen? Gestern Nacht so, gegen 11. Christina war so froh, hier zu sein. In Sicherheit. Ich hatte extra noch was Feines zu essen besorgt und Sekt. Rolf und ich wollten Christina helfen, aus ihrer Ehe rauszukommen. Meinen Sie mit Rolf Gerke, der diese Wohnung gemietet hat? Ja. Christinas Ehemann. Er hat gedroht, sie umzubringen, wenn sie ihn verlässt. Deshalb musste sie sich hier verstecken. Und später wollte sie unter Rolfs Namen in eine Wohnung einziehen, damit der Wengler, also der Ehemann von Christina, sie nicht findet. Der Rolf, der wohnt eigentlich hier, bei mir. Herr Langloth, Herr Gerke und Sie sind also alte Freunde von Frau Wengler. Wir haben immer aufeinander aufgepasst, immer. Sie hatte nur noch uns. Wie lange hat denn Frau Wengler in München gelebt? 8 Jahre ungefähr. Kann ich mir ein paar Kerne nehmen? Hatte Frau Wengler Gepäck? Ich geh's mal holen, ne? Ja. Probier mal. Willst du es? Gesund? Nee. Ja, ja, jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Ja, in Ordnung. Ich rufe Sie dann wieder an. Und das ist alles, was sie aus München mitgebracht hat, ja? Und Sie waren den ganzen Vormittag hier? Ja, ich arbeite im Zoo, aber heute habe ich mir freigenommen, weil ich auf Charlotte aufpassen wollte. Christina wollte ja die Wohnung putzen. Du. Wer sind die Männer? Polizisten. Hat sie geschmeckt? Ja. Charlotte? Er soll weggehen. Herr Wengler? Ja? Sind Sie Peter Wengler? Ja, bitte. Entschuldigung, mein Name ist Schmücke, Kriminalpolizei Halle. Das ist mein Kollege Schneider. Ich muss Ihnen etwas mitteilen. Ihre Frau ist tot. Sie ist ermordet worden. Ich bin hier, um meine Tochter abzuholen. Komm, Charlie, wir fahren nach Hause. Mama soll kommen. Komm. Lassen Sie sie. Charlotte! So ein Gesindel. Das Kind muss zur Schule. Ich möchte Sie bitten, mit uns zu kommen. Sie müssen Ihre Frau identifizieren. Ich will sie nicht mehr sehen. Dann müssen wir sie zwangsweise vorladen. Also.
Ich habe hier den Bericht für dich. Mal dann zeig mal. Ne? Ist sie nicht gut? Nicht anfassen. Kann ich bitte ein Glas Wasser? Herr Winkler, ich möchte jetzt gehen. Moment, im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Frau gibt es hier noch einiges zu klären. Gut, dann bringen wir das schnell hinter uns. Ich muss mich um meine Tochter kümmern. Sie haben also eine Softwarefirma in München. Wofür denn? Wir arbeiten für die Raumfahrt. Satellitengestützte Verkehrsleitung. Alle Achtung. Und weshalb tut ein Mann wie Sie seiner Ehefrau Gewalt an? Ja, ja, Herr Winkler. Unser Rechtsmediziner hat festgestellt, dass Ihre Frau über längere Zeit misshandelt wurde. Ich habe sie geliebt. Sehr geliebt. Sie ist geflohen vor Ihnen. Sie hat sich versteckt. Unsinn. Es sieht jedenfalls nicht danach aus, dass Ihre Frau hier in Halle Urlaub machen wollte. Sie hat sich sogar eine Wohnung besorgt. Wussten Sie von der Wohnung? Davon weiß ich nichts. Wie weit sind Sie mit der Spurensicherung? Andi, was ist denn mit dem Handy? Da war nichts mehr zu machen. Keine brauchbaren Daten. Mist. Sie haben gestern in München einen Geschäftstermin einfach sausen lassen und sind Hals über Kopf abgereist. Warum denn, Herr Wengler? Ich war vorher in Salzburg. Ich habe versucht, zu Hause anzurufen, aber da ging keiner ran. Meine Frau, die hatte ihr Handy abgestellt. Das war sehr ungewöhnlich. Naja, da bin ich dann einfach los und ich habe mir halt Sorgen gemacht. Wir haben Fingerabdrücke von 114 Personen sichergestellt. Das wird natürlich eine Weile dauern, ehe wir uns da durchfinden. Ist das Ihr Ehemann? Ja. So gar nicht üben? Guten Friseur hat er. Ja. Körperverletzung. Ach, Frau Weigand, prüfen Sie die Notiz auf der Rückseite der Visitenkarte von Langguth. Kriegen Sie raus, was das sein könnte. Mach ich. Das hat uns gerade die Staatsanwaltschaft München gefaxt. Herr Winkler, gegen Sie läuft eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Gewalt in der Ehe. Ihre eigene Frau hat sie angezeigt. Vor 3 Tagen. Bitte. Wie viele Frauen zerren ihre Männer vor Gericht, um sie dann mit Dreck zu bewerfen? Na schön. Meine Frau hat mich erpresst. Sie wollte mir mein Kind wegnehmen. Ach, deshalb haben Sie sie verprügelt. Christina ging es gut bei mir, sehr gut zu. Wollen Sie uns veräppeln? Auch Ihre Tochter hat Angst vor Ihnen. Tina war eben reichlich krachert, wie man in Bayern so sagt. Was meinen Sie mit krachert? Ah, vorlaut, ordinär, eben typisch Ostfrau. Naja, die kam von hier. Ja, kann sein, dass ich da mal ein bisschen grob geworden bin. Ein bisschen grob, also. Schlimme Lage, sagte der eiserne Holzfäller. Die Strömung treibt uns in das violette Land und dort wird uns die böse Hexe zu Sklaven machen. Dort bekomme ich kein Gehirn, rief der Scheuch. Hallo, Onkel und ich Wolf. Keinen Mut. Hallo. Hallo. Wann kommt Mama? Die ist noch mal in euer altes Haus gefahren. Die holt noch Sachen von dort. Sie soll Seppo mitbringen. Warum weint sie? Jemand ist gestorben. Jemand, den wir sehr gerne hatten. Mama soll also Seppo mitbringen, hä?
Ja, mein Klon. Er muss bei mir schlafen. Geht's noch eine Nacht ohne Seppo? Morgen schläft er bei dir, versprochen. Jetzt schlaf erst mal. Gute Nacht. Wir hätten uns nicht einmischen dürfen. Das war Christinas Scheißehe. Warum musste Christina ihren Mann noch beklauen? Warum musstet ihr ihn noch beklauen? Wäre sie in ein Frauenhaus geflüchtet, wäre nichts passiert. Dann wäre das nicht passiert. Vielleicht. Ich werde jetzt für sie sorgen. Sag mal, hast du einen Knall oder was? Du bist doch Fremder für das Kind. Das ist nicht dein Ernst. Und zu Hause hat sie auch. Und einen Vater. Vater, das Schwein ist ein Mörder. Hast du Nachtschicht? Und du sauf nicht wieder so viel. Wir schlafen. Du und Kinder versäumt, da lache ich mich ja kaputt. Was sieht mein eigenes Taxi? Ich war in deine eigene Wohnung. Schnauze doch nur durch hier. Manchmal kann ich dein dummes Gesicht nicht mehr sehen. Rolf. Ich muss Geld verdienen. Rolf. Morgen früh bin ich zurück. Pass auf Charlotte auf, ja? Sie sind also nachts von Salzburg nach München. Wann waren Sie denn zu Hause? Um zwei. Und dass Ihre Frau und Ihre Tochter verschwunden waren. Und dann? Dann habe ich mich schlafen gelegt. Konnte natürlich kein Auge zumachen. Und morgens so gegen acht bin ich dann los. Mittags war ich hier. Ich musste doch Charlie zurückholen. Woher wussten Sie eigentlich, dass die beiden nach Halle fahren? Wo sollte die denn sonst hin? Als Ihre Frau starb, waren Sie also auf der Autobahn. Können Sie das irgendwie nachweisen? Vielleicht eine Tankquittung, irgendwo was gegessen? Nein, das kann ich nicht. Dann ist Ihr Alibi nicht sehr stichhaltig. Ich war auf der Autobahn, verdammt! Jetzt gehe ich. Setzen Sie sich hin! Setzen Sie sich hin! Also nochmal. Sie kommen nach Hause, sehen, die Wohnung ist leer, Frau und Tochter weg. Dann legen Sie sich ins Bett und fahren erst um 8 los. Sind nicht gleich hinterher? Nein! Sie haben Ihrer Frau gedroht, sie umzubringen, wenn sie verlässt. Stimmt das? So ein Schmarrn! Leeren Sie Ihre Taschen aus. Na los. Da rein. Mantel auf. Aber ein Haufen Bargeld. Wie viel sind das? 10.000 Euro. Zahlen Sie nicht mit Kreditkarte? Das geht Sie doch einen Scheißdreck an. Fakt ist doch, Sie haben Ihrer Frau mit Mord gedroht, Sie haben für die Tatzeit kein Alibi und Sie haben ein Motiv, Sie wollen Ihre Tochter. Woher wussten Sie eigentlich, dass sie sich in dieser Laubenkolonie aufhält? Halten Sie mich wirklich für so deppert, dass ich Ihnen freiwillig in die Arme laufe, nachdem ich meine Frau umgebracht habe? Also mir langt's jetzt. Ich möchte meinen Anwalt anrufen und dann werde ich gehen. Bitte, Sie können gerne mit Ihrem Anwalt telefonieren. Aber gehen werden Sie nicht. Ich muss Sie bitten, noch über Nacht zu bleiben. Außerdem müssen Sie noch erkennungsdienstlich erfasst werden. Obermeister,
Der Mieter der Wohnung, Rolf Gierke, ist mehrfach vorbestraft. Zuletzt vor 8 Jahren wegen der Einbruchserie. Ich selber habe den ja mal zu Ostzeiten festgenommen. Damals hat er Kioske ausgeraubt. Ich habe dir gesagt, dass ich den kenne. Und jetzt fährt er Taxi. Sag mal, kannst du nicht alleine weitermachen? Ich muss noch ein bisschen Luft schnappen. Luft schnappen? Ach, wieder mal. Das heißt ja, du kannst doch alleine mit dem Wengler zum Erkennungsdienst. Aber ich hab doch auch noch Rolf Gerke. Ach, du schaffst das schon. Ja, ich schaff das schon. Ich schaff ja alles. Tschüss. Wappen oder Zahl? Ach, Herbert. Wenn ich gewinne, schenkst du mir den Abend? Also was nun? Wappen oder Zahl? Mann, du zerkratzt mein Auto. Für 10 Jahre. Ein Abend. Edith. Na gut. Aber nicht lange. Guten Abend, Herr Gerke. Schneider. Ich habe mit Ihnen zu reden. Wegen Christina, was wollen Sie von mir? Die ist tot, tot, Ihr Ehemann hat sie umgebracht, was wollen Sie von mir? Nur mit Ihnen reden. Ach, Herbert, was ich brauche, ist ein aufrichtiger, einfühlsamer, treuer Mann. War ich dir je untreu? Du bist doch verheiratet mit deinem Beruf. Du hast doch kaum eine Verabredung eingehalten. Das war mir nicht gleich eingefallen, aber als ich Sie damals verhaftet habe, da hatten Sie sich bei einer Freundin versteckt, Christina Keller. Das ist doch der Mädchenname von Christina Wengler, nicht? Sie waren nicht nur mit ihr befreundet, Sie waren sogar mal ein Paar. Wann hat sich Christina bei Ihnen wieder gemeldet? Letzten April. Sie lag im Krankenhaus. Ihr Mann hat ihren Fuß gebrochen. Mhm. Sie hat ihn angezeigt, aber erst 3 Tage vor ihrer Flucht. Sie hatte Angst vor ihm. Die war ganz allein in München. Niemand, der ihr zugehört hat, bei dem sie heulen durfte. Sie kam sich vor wie eine Ausländerin. Ging sie nicht arbeiten? Das hat er ihr geboten. Sie sollte sich um Charlotte kümmern. Um den Haushalt. Wir haben bei ihr eine Waffe gefunden. Haben Sie die besorgt? Was für eine Waffe? Ich muss weiter. Warten Sie. Wie lange ging das zwischen Ihnen und Christina? So lange, wie es ging. Wie lange, Gerke? Bis vor 8 Jahren. Also bis Sie wieder mal ins Gefängnis mussten. Gerke! Gerke!
Wo soll's hingehen? Machen Sie das Ding raus. Wer war das eben? Warum waren Sie so wütend auf den? Der hat schief geguckt. 1,80 bitte. Ich habe in Ihrer Polizeiakte ein Vermerk gefunden. Sie gelten als suizidgefährdet. Haben Sie im Gefängnis versucht, sich das Leben zu nehmen? Steht so in Ihrer Akte. Was fragen Sie dann so hinterhältig? Das hat wehgetan damals, das mit Christina. Wo waren Sie heute Vormittag, Herr Gerke, zwischen 9 und 10, als Christina starb? Da hatte ich eine Tour nach Leipzig. Uniklinik. Zeigen Sie mir Ihr Fahrtenbuch? Das war eine Schwarztour und jetzt können Sie mich verhaften oder am Arsch lecken. Also gut, Gerke, wie Sie wollen. Aber wir sehen uns noch. 2 Euro. Eine Quittung, bitte. Da bist du ja schon. Na, wie war dein Luftschnappen? Erfrischend, sehr erfrischend. Sag mal, Blumen von der Tanke. Das kann ja nicht klappen. Also früher hattest du mehr Stil. Ach ja? Ja. Ich hatte übrigens auch ein Rendezvous mit einer Kühlerhaube von einem weißen Opel. Ich glaube, Baujahr 88, mit Münchner Kennzeichen. Der Kerl hätte mich fast über den Haufen gefahren. Um Gottes Willen, bist du verletzt? Nein, nein. Das sind die Reste von seiner Kamera. Der Gerke ist fast ausgeflippt, als er den entdeckt hat. Warum? Der Münchner scheint ihn gezielt beobachtet zu haben. Aus München? Ja. Ah. Ob der Wengler dahinter steckt? Das kann schon sein, aber warum lässt der Gerke bespitzeln? Zeig mal. Das kriegen wir wieder hin. Schwein verhaftet. Wird ihm gefallen im Knast. Vielleicht kannst du Charlotte morgen in den Zoo mitnehmen, wenn er sie abgelenkt. Das Mädchen gehört nicht hierher. Sie gehört nicht hierher. Ich habe Christina so vermisst. Ich habe sie die ganze Zeit vermisst. Warum sind wir denn Charlotte nicht gemeinsam groß? Soll ich ihr die Mutter ersetzen? Das kann ich nicht. Das geht nicht. Charlotte ist mein Kind. Hör auf zu träumen, Rolf. Weiße Rosen und in die Mitte stecken Sie eine rote. Und auf die Karte schreiben Sie Entschuldigung für den versauten Abend. Und Neuschrift, Farbpunkt. Ja, 10 weiße Rosen, danke. Oh. Weiße Rosen? Oh Gott. Also doch, Edith. Was quatschst du denn im Raum von Edith? Ich hab dir schon mal gesagt. Mach mich doch nicht zum Affen. Morgen, die Herren. Morgen, Röschen. Na, was haben Sie da Feines? Internetseiten von Aktienfonds. Sie und Aktien? Nein. Ach, Maybach Römisch 3. Ist ein Schweizer Aktienfonds.
Christina Wengler wollte wohl noch ein bisschen Geld anlegen. Übrigens, Retzli ist ja auch eine Schweizer Geldanlage. Ach, wollte die liebe Gattin doch noch was beiseite schaffen. Na ja, Schmerzensgeld. Morgen, Herr Wengler. Na, gut geschlafen, wir kommen gleich. Haben wir denn nichts? Keine Fingerabdrücke, Schuhspuren, irgendwas? Nein, wir haben noch nichts. Also wenn wir nichts Handfestes haben, nimmt ihn sein Anwalt heute wieder mit. Machen Sie mal ein bisschen Druck im Labor. Können Sie doch. Internet. Haben wir schon was über diesen Geisterfahrer? Weißer Opel, Baujahr 88, Münchner Kennzeichen? Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Bekannter von Ihnen? Er fährt durch Halle und knipst das Nachtleben. Wir werden mal eine Fahndung ausschreiben. Keine Angst, den kriegen wir schon. Sie wissen wirklich nicht, wer das ist. Die Kamera hat er letzte Nacht verloren. Ich will mit meinem Anwalt telefonieren. Aber bitte. Sie können durchwählen. Ja, wir gehen. Nicht gemeldet, was? Ach, Ihr Anwalt praktiziert hier in Halle? Das ist interessant. Bitte, Herr Doktor. Grüß Gott. Grüß Gott. Verziehen, mein Name. Ja? Der Herr Wengler, das ist mein Mandant. Gerade wollte er Sie anrufen, da erscheinen Sie hier. Wir würden gerne alleine sprechen. Aber gerne. Das erspart uns bestimmt eine Menge Zeit. City Hotel, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? City Hotel? Nein, Sie können gar nichts für mich tun. Ich bin ja ganz woanders gelandet. Entschuldigen Sie. City Hotel? Das ist da gleich hier um die Ecke. Warum kommst du ins Büro, wenn du was willst? Der Typ hat mich gestern verfolgt, der mit dem weißen Opel. Ja und, dafür wird er bezahlt. Charlotte brauchte ihre Puppe, ich hab sie ihr geholt, ich war bei den Sachen. Nee, ne? Ja. Du warst im Wald? Ja. Wegen einer blöden Puppe? Ja. Sag mal, bist du total bescheuert! Das Zeug liegt in meinem Transporter. Das Zeug muss weg. Komm, los. Hält sich Wolfgang? Es ist heute früh abgereist. Reitberger Hannes. Der ist seit gestern Nachmittag hier, Zimmer 3. Ist er jetzt da? Haben Sie irgendwelche Beweise, dass er seine Frau ermordet hat? Zeugen? Ja. Eine Zeugin hat ausgesagt, dass er seiner Frau mit Mord gedroht hat. Herr Gott, noch mal, sagen Sie mir, wo Sie gestern zwischen 9 und 10 Uhr waren und Sie können gehen. Auf der Autobahn. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Wen interessiert, was Sie glauben? Herr Hauptkommissar, schaffen Sie Beweise her. Das tun wir schon. Diese Tür. Danke.
Schneider, Kripo, Halle. Machen Sie bitte auf. Sind Sie Herr Reitberger? Tür zu. Danke. Was haben Sie denn? Migräne. Es geht gleich vorbei. Diese Ausrüstung. Sind Sie Privatdetektiv? Student. Astrophysik. Aha. Und das Detektivspiel betreiben Sie als Ferienjob, ja? Meine Tabletten. Im Bad. Bitte. Wie viel wollte Herr Wengler Ihnen dafür bezahlen? 10.000 Euro vielleicht? Diese Fotos da, kennt die Wengler auch? Geben Sie her. Herr Reitberger, wir haben einen Mord aufzuklären. Wie lange haben Sie Christina Wengler mit Ihrem Fernrohr da verfolgt? 6 Monate. Hier. Ziehen Sie sich an, ich nehme Sie mit aufs Präsidium. Herr Hauptkommissar, aus meinem Garten. Alles recht, freuen Sie sich, Dankeschön. Mhm. Frau Weigand, da ist ein Speicherchip drin. Machen Sie uns mal. Ja. Ah, danke sehr. Tschüss. Schöne Ausdrucke. Ja, gern. Sag mal, das ist doch nicht Ihr Mann. Nee, das ist Rolf Gerke. Die alte Schulfreundschaft? Ja. Ach nee. Dass die Polizei rauskriegt, ich hab damit nichts zu tun. Soll ich lügen für dich? Christina hat sich für den Umzug anständig bezahlt. Christina ist tot. Du hängst doch sowieso mit drin. Pass mal auf. Wenn du dich in der Pfanne hauen willst, ja? Seelke ahnungslosen Katrin mal, was wirklich in München passiert ist. Mit dir und Christina. Nimm mal deine Dinger mit rein. Los, komm weiter. So. Also das sind alles Fotos aus München am Tag der Flucht. Frau Wengler hat ihre Tochter von der Schule abgeholt und ist dann zur Bank gefahren. Also hat das auch in seinem Notizbuch notiert. 14.09 Uhr, Schwabing-Kronstadt-Bank. Dann war sie noch ein paar Stunden im Park mit der Tochter. Von dort aus ist sie dann direkt auf die Autobahn. Und sie immer hinterher bis hier nach Halle, bis zu der Freundin in die Laube und in die Wohnung im Plattenbau. Sie haben also in den vergangenen 6 Monaten das gesamte Umfeld hier in Halle ausspioniert. Namen der Freunde, Adressen, Stammlokale, alles. Und der Wengler brauchte bloß noch anreisen und seine Frau umbringen. War das so? Nein. Peter Wengler war nicht da. Nicht in dem Plattenbau. Ja, das behaupten Sie. Sie haben sie fallen sehen. Und einfach noch mal draufgehalten. Warum bespitzeln Sie eigentlich Rolf Gerke immer noch? Danke. Bringen Sie mir auch ein Glas? Ja. Frau Wengler hat was mitgenommen. Aus München. Was denn? Geld und Möbel. Wengler will das Zeug wieder haben. Ach nee. Und, haben Sie schon eine heiße Spur? Wie viel Geld? 200.000 in bar. Ui, jo. Und was für Möbel? Das halbe Haus. Haben Sie was gegen Ihre Migräne dabei? Im Hotel. Na, dann gehen Sie ins Hotel. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung, ja? Und Herr Wengler war nicht am Tatort. Gute Besserung. Wiedersehen. Der lügt doch. Von wegen nichts mitgenommen. Geld und Möbel. Aber in dieser Wohnung, da stand doch nichts. Wir sollten diese alten Schulfreunde befragen. Ja. Dieser Spediteur, den der jetzt Taxi fährt, wie heißt der? Gerke. Ja.
Sie haben damit nichts zu tun, oder? Charlotte? Darf ich den auch mal halten? Hallo, ihr zwei. Ich muss es dir sagen. Bitte bleib hier. Was ist denn hier los? Parker Langgut. Was liegt vor? Bei der Flucht von Frau Wengler aus München ist einiges abhandengekommen. Zum Beispiel Möbel. Mich interessieren Ihre Fahrtenschreiber und Ihr gesamtes Objekt. Haben Sie eine Genehmigung? Aber ja, Langgut. Ihren Büroschlüssel, bitte. Bei dem ist der Fahrtenschreiber kaputt. Ich habe ihn letzte Woche ausgebaut. Ihren Büroschlüssel, denn? Ihr wisst Bescheid. Dann gehen wir erstmal ein. Kommt die Mama heute wieder? Weißt du, die Mama, die hatte einen Unfall. Ein Unfall? Wo ist sie denn? Die Mama ist nicht mehr am Leben. Quatsch! Die Mama ist tot, Schätzchen. Ich bin jetzt für dich da. Ich und Tante Katrin. Du hast nichts gefunden, was? Keine Angst, Herr Langgut. Wir finden schon, was wir suchen. Wissen Sie, wo Ihr Freund Gerke jetzt ist? Keine Ahnung. Für Taxi oder zu Hause bei Katrin. Sie bringen Herrn Langgut ins Präsidium. Die Kollegen dort wissen schon Bescheid. Kommen Sie bitte. Ja. Das sind alles Fotos, die im letzten halben Jahr in München gemacht worden sind. Hier im Englischen Garten, Olympiastadion, beim Weißbier. Gerke heißt der Mann, Rolf Gerke. Hier zusammen beim Picknick mit ihrer Tochter im Auto. Sie kennen ja die Bilder. Die hat alle ihr Detektiv gemacht. Und er hat ihnen auch erzählt, wo Sie Ihre Frau hier in Halle finden. Nein. Sie wussten zu jeder Zeit, wo sie sich aufhielt. Nein. Doch, Ihr Detektiv hat das feinsäuberlich aufgeschrieben. Wo waren Sie gestern zwischen 9 und 10? Herr Wengler möchte nicht antworten. Na gut, er muss sich ja nicht selbst belasten. Mich interessiert noch etwas anderes. Ihre Frau hat Sie um 200.000 Euro erleichtert. Möchten Sie sich dazu äußern? Außerdem hat sie fast ihr halbes Haus ausgeräumt. Also ich denke, diese Art Gütertrennung ist ungesetzlich. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Warum dieser Hobbyschnüffler? Ich will Ihnen mal was sagen. Diese 200.000 Euro, die hätte sie meinetwegen behalten können. Und die Möbel auch, war ja nicht mein Geschmack. Auch nicht mein Kind. Das nicht. Und noch was. Ich bin glücklich, dass sie tot ist. Diese Person. Das wollten Sie doch sowieso hören, nicht? Aber ich habe sie nicht umgebracht. Ich nicht. Das da. Das ist der Mörder. Einen kleinen Moment bitte, ja? Was ist denn? Ja, also die Kollegen haben... Tag. Runter. Die Kollegen haben Wenglers Fingerabdrücke und einen Schuhabdruck an der Wohnungstür gefunden. Ach nee. Mhm. War also doch da. Ein Schuhabdruck an der Wohnungstür? Hat er wohl dagegen getreten, was? Ja, ja, aber in der Wohnung sind keine Spuren von ihm. Nichts? Nein. Mist, verdammt.
Der Schlüssel. Der Schlüssel steckte doch von innen. Ja. Wir müssen noch mal hin. Was wollen Sie denn von ihm? Rolf war immer das schwarze Schaf, immer. Und ständig war die Polizei hinter ihm her. Gehört die Kiste Herrn Geiger? Ja. Aber ich sag Ihnen mal was. Als er im Knast saß und keine Kraft mehr hatte, da war ich für ihn da. Es wundert mich, dass Ihre Freundin Christina sich ausgerechnet an Herrn Gerke gewandt hat. Ich meine, nach dem, was sie ihm angetan hat. Das ist doch hier die kleine Charlotte. Rolf und Christina haben ein gemeinsames Kind. Ah. Und wo ist Herr Gerke jetzt? Mamas und meins. Hier haben wir mal Feuerchen gemacht früher. Wollen wir ein Feuerchen machen? Für Mama? Guck mal! Hier! Guck mal, hier ist Holz! Wir machen ein Feuerchen für Mama. Es wird lustig. Sie fängt also an, hier sauber zu machen. Ja, plötzlich steht ihr Mann vor der Tür und will rein. Ja, sie hat nicht damit gerechnet, dass er sie so schnell findet. Nee. Er tritt gegen die Tür, sie kriegt eine Todesangst, die Pistole ist unten im Auto. Hm. Was würden Sie denn machen als Frau? Mich einschließen. So ist. Und vielleicht mit irgendwas bewaffnen. Bewaffnen? Womit? Natürlich, mit dem Hammer. Ja, es waren auch nur Ihre Fingerabdrücke drauf. Warum lag der Hammer auf dem Balkon? Und warum hat sie hier wie viel? 1, 2, 5 Zigaretten geraucht? Weil sie Ausschau gehalten hat. Ausschau? Na ja, klar. Nach ihren Freunden. Sie muss sie alarmiert haben, mit dem Handy. Schade, dass die Daten nicht brauchbar sind. Also wenn der Wengler seine Frau wirklich hätte umbringen wollen, wäre es ein leichtes für ihn gewesen, einfach die Tür einzutreten und fertig. Aber die Tür ist unbeschädigt. Er hat die Wohnung nie betreten. Ja, Schmücke hier. Herr Wengler kann gehen. Kommen Sie. Schöner Blick. Ja. Die beiden Damen sagen, die Tür steht immer offen. Also konnte der Mörder unbemerkt rein und auch wieder raus. Sie hat ihn in die Wohnung gelassen. Naja, sie hat ihn ja erwartet. Ja. Mit wem hat die Wengler zuletzt gesprochen? Dieses Scheiße. Ich habe die Liste schon angefordert. Was für eine Liste? Von der Telefongesellschaft. Ach, Röschen. Gut gemacht. Das kann aber dauern. Ja. Da sind Sie. Naja. Sie lieben ihn sehr. Er ist ein wunderbarer Mensch. Wissen Sie, dass dieser wunderbare Mensch Sie betrogen hat? Er und Christina hatten was miteinander. Das hätte ich gemerkt. Komm her, komm her, pass mal auf. Nicht so nah ran, hä? Du musst ja
ihm alles erzählen, hörst du? Alles. Du hast da nichts verbrochen. Was hast du dem erzählt? Nichts. Nichts. Kommen Sie, Gerke. Bleib hier, ja? Sie kümmern sich um Charlotte? Ja. Hey, ist okay. Da kommst du aus der Bank. Wo hat sie die 200.000? Dann geht sie in den Park und bleibt da 3 Stunden. Warum so lange? Die hat den Detektiv dorthin gelockt, damit ihre Freundin in aller Ruhe das Haus ausräumen kann. Die hat gewusst, dass sie beobachtet wird. Da muss auch jemand in der Bank gewesen sein, der das Geld an sich genommen hat. Und der hat da so lange gewartet, bis sie mit dem Detektiv weg war. Nur wer? Langgut, Gerke? Hast du bei dem Langgut was gefunden? Alle seine Laster sind leer. Wir haben das ganze Objekt untersucht. Aber er hat einen Fahrtenschreiber ausbauen lassen. Ach. Angeblich kaputt. Das ist ein schlaues Kerlchen. Gut, den werde ich mir mal vorknüpfen. Und du nimm Gerke in die Mangel. Gut. Wir haben ein gemeinsames Kind, deswegen habe ich Christina geholfen. Haben Sie einen Beweis für Ihre Behauptung? Vaterschaftstest? Geburtsurkunde? Ja, ja, Sie verprügeln keine Frauen. Sie wickeln sie nur um den kleinen Finger. Wie Katrin Sander, die Sie seit Jahren durchfüttert. Vielleicht haben Sie sich auch nur in Christinas Geld verliebt. Oder war da der Gedanke, sich endlich rächen zu können an ihr? Also gut, reden wir von den Möbeln, die Frau Wengler mitgenommen hat. Wo sind die? Von dem verschwundenen Geld wissen Sie auch nichts. Was denn für Geld? Sie waren doch gute Freunde, Frau Wengler und Sie. Da hat sie Sie nicht gebeten, den Umzug zu fahren? Sie haben doch ein Speditionsgeschäft. Das liegt doch auf der Hand. Umzüge sind nicht mein Marktsegment. Meine Firma arbeitet nur für Industriekunden. Ach, nicht Ihr Marktsegment. Aha. Na, wie läuft denn Ihr Geschäft in Ihrem Segment? Nicht besonders. Spielt es eine Rolle? Ja, doch schon. Ist aber schön, dass Sie endlich mal die Wahrheit sagen. Also, wo ist das Geld, wo sind die Möbel? Sagen Sie mal, können Sie mich nicht leiden oder was? Wollen Sie mir was anhängen? Frau Wengler hat 2 Namen von Aktienfonds auf ihre Visitenkarte geschrieben. Und zwar Retzli und Maybach. Tja, ich weiß nicht warum. Nee, aber ich. Weil Sie ihr geraten haben, die 200.000 da anzulegen, hat sie sich das notiert. 200.000? Viel Geld, ne? Ja. Können Sie mir was leihen? Christina hat München ohne einen Cent verlassen. Arm und glücklich. Das ist Unsinn. Ihr habt dem Wengler das Haus ausgeräumt, während Christina im Park war. Aber vorher wart ihr in der Bank und habt das Geld bekommen. Wir haben uns bei Wenglers Hausbank erkundigt. Am Tag der Flucht hat Frau Wengler 200.000 Euro abgehoben. In bar. Dafür muss eine Oma lange strecken. Sie kriegen mich nicht in den Knast. Sie nicht. Das werden wir sehen. Setzen Sie sich hin, Gerke. Hinsetzen! Wie läuft's? Der Langgut macht sich nur lustig. Das ist vielleicht eine Sippe, sag ich dir. Ein gewalttätiger Ehemann, eine Ehefrau, die ihm Geld klaut, 2 Freunde, die das Geld wieder abnehmen und sie umbringen. Ich habe das Gefühl, der Gerke weiß nichts von dem Geld. Und er leidet doch ganz schön. Bei dieser ganzen Sache tut mir nur das Kind leid.
Zeig ihm, wo die Möbel sind. Da sind sie ja. Ja. Ich fass es nicht. Das fährst du mir alles wieder zurück, aber alles. Bis zur nächsten Müllkippe. Mein Geld. Ich will mein Geld wieder. Ganz ruhig. Dieser Abschaum hat mein Kind entführt. Sollte Charlotte hier aufwachsen, ja? In diesem Dreck? Sie ist meine Tochter. Gerke, raus! Komm. Gerke, raus hier! Ich will mein Geld! Herr Gerke! Gerke! Sie haben sich also von Langguth den Laster gepumpt. Ja. Und haben Sie das ganze Zeug alleine rausgeschleppt? Ja, allein. Und das soll ich Ihnen glauben? Ich bin da nicht eingebrochen. Ich hatte doch den Schlüssel von Christina. Das waren doch Ihre Sachen. Fehlen nur noch die 200.000 Euro. Und Christinas Mörder. Sie können gehen. Ja, gehen Sie schon. Wie haben Sie denn die Wohnung Ihrer Frau gefunden? Es stand doch kein Name dran. Und Ihr Detektiv hat doch nur herausgefunden, in welcher Etage sie wohnt. Na, die Musik. Was für Musik? Christinas Freunde hatten ihr eine CD geschickt, so eine kitschig bemalte, mit all diesen Ostschnulzen. Wochenlang hat sie das rauf und runter genudelt, ich konnte das nicht mehr hören. Und ja, diese Musik habe ich durch eine der Türen gehört. Und da haben Sie dann geklingelt? Hm? Aber sie hat mich nicht reingelassen. Sie hat mich durch die geschlossene Tür angeschrien, ich soll abhauen, sie hätte eine Waffe. War völlig hysterisch. Ja, wundert Sie das? Ich will jetzt gehen. Ja, bitte. Sag mal, in der Wohnung der Wengler, da stammt doch so eine kleine Musikanlage. Ja. Hat die Spurensicherung irgendwelche CDs gefunden? Nee. Dann hat er die mitgenommen. Der Mörder. Ja. Wo ist der Gerke? Den habe ich erst mal gehen lassen. Was? Ja, nur keine Angst, ich lasse ihn beschatten. Gut. Wir haben was zu besprechen. Das muss. Aua. Oh. Muss ich auch mal zur Bank. Das Mikro. Nur die Knacker. Was? Nur die Knacker. Jetzt höre ich gar nicht mehr. So ein Schrott. Ach, Lutz, gib her. Geh doch, lauf dich doch voll!
Hast du meine Rosen bekommen? Ja, danke. Du willst mich wieder rumkriegen. Ich will dich doch nicht rumkriegen. Was soll ich machen? Mich vor dir in den Staub werfen? Es hat keinen Sinn, Herbert. Ach, gib uns doch noch eine Chance. Ach, Mist. Danke. Die liebe Frau Weigand hat sich gerade von Gerke abhängen lassen. Was? Sie ist dem falschen Taxi gefolgt. Nein, Prost. Wir hätten das selber machen sollen. Aber du musst ja hier in der Küche rumsitzen, picheln und am Telefon rumflirten. Na, ich liebe Frauen, die den Hörer aufknallen. Da kenne ich aber nur eine, die das gerne macht. So? Die ist es aber nicht. Geh jetzt ins Bett und macht. Für wie blöder hält er mich eigentlich? Wo warst du? Die Polizei hat angerufen. Du sollst morgen früh aufs Präsidium kommen, um 9. Wir haben Christinas Ehemann freigelassen. Wird Charlotte morgen abholen. Was? Und? Freust du dich? Freu dich doch. Ich hab zu lange auf das Kind gewartet. Zu lange! Ruhig, das Kind schläft. Bitte, Rolf. Ich kann für Charlotte keine gute Mutter sein. Das geht nicht. Ich kann's nicht. Was ist aus uns geworden? Schweinehauf. Rolf, bring das Geld bitte zurück. Bring es bitte zurück. Darf Charlotte sich morgen noch verabschieden? Von den Tieren? Frau Kollegin, war ja ein schöner Erfolg, was? Abwarten. Morgen, Frau Weigand. Morgen. Morgen. Also, wir haben die ganze Nacht gepuzzelt und das ist das Ergebnis. Na, dann mal los. Schluss nochmal. Stopp. Wenn du Christina wegen Geld umgebracht hast, dann schlage dich tot. Langgut. Dieser schäbige kleine Garner. Tja, Langgut. Da kommen wir ja gerade richtig, was? War das Gerke? Was hat er denn gesucht? Na, keine Ahnung. Na, Geld wird's ja nicht gewesen sein, ne? Seht ja pleite. Obwohl. 200.000 käme Ihnen doch gerade recht. Wie kommen Sie darauf? Hier wäre ein ganz gutes Versteck. Na, dann kommen Sie mal mit. Na, kommen Sie, kommen Sie. Also gut, ich war kurz vor 9 morgens an der Wohnungstür und wollte Christina mit einem Lorbeerbäumchen überraschen. Kleiner Willkommensgruß, mehr war nicht. Was war vor 9?
Und weiter? Ja, was weiß ich, ich war einkaufen in der Kneipe. Ich habe Christina nicht umgebracht. Sie lügen doch. Sie haben mit den Möbeln gelogen. Sie lügen auch mit dem Geld. Sie waren mit Frau Wengler in der Bank in München. Ich hab das Geld nicht. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Unterwegs? Mit Katrin? Sind in einer Stunde zurück. Ich muss arbeiten. Als ich Tina vor 8 Jahren in Leipzig kennengelernt habe, da war sie eine kleine, unglückliche Kellnerin. Und sie erwartete ein Kind von einem Kriminellen, der im Knast saß. War es nicht so? Dieses Kind hat ein behütetes Leben und eine Zukunft, weil es mich hat. Glück muss man haben. Sie können hier auf Sie warten. Da ist Kaffee. Na also, Frau Wengler hat Ihnen das Geld in der Bank übergeben. Schön. Wie ging's weiter? Sie hat gesagt, es ist ja eh nur das Schwarzgeld von ihrem Mann. Sie wollte, dass ich es anlege für Charlotte und als Vormund verwalte. Charlotte sollte abgesichert sein, wenn Christina mal was passiert. Sie wusste ja, was Rolf in der Niete war. Und so hat sie es mir übertragen. Na, das war doch die Versuchung für Sie. Ihnen steht doch das Wasser bis zum Hals mit Ihrer Firma. Da kommt doch das Geld ganz recht. Ist es so? Nee. Ich bin kein Mörder. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Rolf hat es bei mir gefunden. Hinter diesem Bild in Ihrem Büro. Oh, danke. Wolf, der Schauspieler, der hat uns doch nur benutzt. Mit Christina hat er sich in München amüsiert und Katrin konnte ihn hier die Socken waschen. Und ich war sein Alibi. Die Telefonliste von Frau Wenglers Handy. Na, endlich. Sie hat 3-mal kurz hintereinander Rolf Gerke, hat ihn aber nicht erreicht. Seit Christina hier war, hat Rolf toter Mann gespielt. Hat sein Handy abgeschaltet, der Feigling. Die Frauen sollten es unter sich ausmachen. Sie sollten sich um ihn zanken. Wenn die das rausgekriegt hätten, dann hätten sie auf den Mond geschossen. Aber der letzte Anruf von Frau Wengler ging an Katrin Sander. Wann hat die Sander erfahren, dass Gerke sie mit Christina betrogen hat? Die glaubt da bis jetzt noch nicht dran. Ja, das behauptet sie. Aber die Sander hat doch den ganzen Vormittag auf das Kind aufgepasst. Ja, das hat sie uns gesagt und wir haben ihr das geglaubt, ohne es zu überprüfen. Wie die Anfänger, aber wie die Anfänger. Hallo, Charlotte. Hallo. Guck mal, der Seppo. Der ist ganz traurig. Hä? Was? Der will verreisen. Ich möchte verreisen. Hör auf. Mach's doch nicht noch schlimmer, bitte. Mach das nicht noch schlimmer. Soll dieser Mistkerl sie kriegen? Wenn du willst, komm mit. Ich brauch dich jetzt. Scheißkerl! Du warst wieder mit Christina zusammen. Du hast ihr erzählt, ihr wollt hier neu anfangen. Eine Familie gründen. Wo wäre ich denn dann geblieben? Warum hast du Christina um mich betrogen? Warum uns beide?
Wieso hast du sie hierher geholt? Warum? Wir wollten doch eine Familie gründen. Komm, komm mit uns. Hey, ein Schatz hier rein. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Ja, ich auch, aber die ist noch mit Charlotte unterwegs. Wer hat Ihnen das gesagt? Der Gerke? Wieso? Ist das die CD, die Sie aus der Wohnung Ihrer Frau gehört haben? Nein. Kann ich die Scheibe mal mitnehmen? Gerne. Wo haben Sie denn die her? Die lag da drüben. Hier? Ja. Für Tina. Ich mag dich da rein. Frau Sander, würden Sie uns bitte aufs Präsidium begleiten? So, Gerke. Und wir holen jetzt das Geld. Komm. Komm. Wir fahren nach Hause. Glauben Sie wirklich, Sie sind der bessere Vater? Für das, was Sie Ihrer Frau zugefügt haben, erwartet Sie in München noch eine Anklage. Und noch was, Wengler, die 200.000 Euro. Dafür wird sich Ihr Finanzamt interessieren. Kommen Sie. Sie haben sich auf Christina gefreut? Ihre Lieblingsmusik habe ich ihr geschickt. Und dann kommt sie her. Als sie mich anrief, da hatte ich nur einen Gedanken, ich muss sie beschützen. Aber als ich dann bei ihr in der Wohnung war, da hat sie plötzlich erzählt, wie froh sie ist, dass sie endlich eine Familie sind. Der Rolf, Charlotte und sie. Pläne gemacht, wie sie die Wohnung herrichten zu dritt. Aber der Rolf, der gehört zu mir. Ich wollte nur. Aber sie ist dann. Und dann habe ich sie. Schön, dass du anrufst. Ja, gern geschehen. Herbert, ich war so wütend gestern. Ich wollte mich bedanken für die Blumen. Ich weiß ja, dass du ein lieber Kerl bist. Ja, natürlich bin ich da. Ich kann dich ja nicht zwingen, aber vielleicht wäre es besser, wenn wir... Herbert. Ach,
auf unser 11. Jahr. Ach, Eli. Mann, hab ich einen Hunger. Hunger? Ich auch. Ich auch. In der Ulrichstraße hat ein neuer Italiener aufgemacht, den gehen wir jetzt testen. Und nicht schon wieder zum Italiener. Warum nicht mal deutsche Küche? Ja, mit einer Bratwurst und Sauerkraut. Es muss doch nicht Bratwurst und Sauerkraut sein.